Studio 16356, Andreas Pieper in der Schmiede. Und diesmal Christian Seibt in der Ferne, wobei so richtig fern nicht. Der normale Monatsanfangsstress hatte ich mal wieder umfangen. Wir wollen zurückblicken auf die Stadtverordnetenversammlung am 5. September und haben auch ein größeres Paket und sonst so diesmal. Dabei wünschen wir euch wie immer viel Spaß. Die neu gewählte Gemeindevertretung hat gemäß Absatz 56 ABS 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz EBG-Wahl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 -
gesprochen. Natürlich sind einige Dinge vielleicht durch das Betrachterauge nicht genügend berücksichtigt, ob das jetzt Amok-Alarm-Dinge sind. Inwiefern man die in der Grundschule jetzt braucht, kann ich nicht einschätzen. Dafür bin ich einfach zu lange aus der Schule raus. Oder irgendwelche Geländerhöhen oder irgendwelche Abplatzung von Farbe. Aber im Wesentlichen ist die Schule fertig, ist betriebsbereit und wird auch benutzt. Weiter ging es mit der alten Hirschfelder Straße. Dort ist die Errichtung des Radweges ja geplant, um vom Kreisverkehr einerseits durch den ehemaligen Flugplatz, jetzt mittlerweile durch den Solarpark-Flugplatz, mit dem G-Radweg Richtung Schule zu kommen, aber halt auch den Anschluss an die Radstrecke Richtung Hirschfelde zu schaffen. Auch die Arbeiten sind gut im Plan. Die Notbetreuung in den Kitas, was ja auch immer ein sehr, sehr aufregendes Thema ist bei diversen Eltern, wie schlimm das also ist, von 22 registrierten bzw. angemeldeten Kindern in den Kitas waren 13 Kinder tatsächlich in der Notbetreuung da. Im Hort war die Quote noch geringer. Das heißt, vielleicht sind es wirklich Einzelschicksale, die sich eben mit dieser Komplettschließung der Kindertagesstätten oder Kinderbetreuungseinrichtungen eben nicht abfinden können. Es scheint mir bei 22 oder beziehungsweise bei 13 Kindern sogar dann doch, sehr individuelles Schicksal zu sein. Am 22.09., wir gehen auch nachher im und sonst so nochmal darauf ein, findet ja die Landtagswahl und bei uns auch die Bürgermeisterwahl und in Werneuchen-Ost auch die Wahl des Ortsbeirates statt. Frau Grabsch berichtete darüber, dass alle Wahllokale inklusive des Stichwahltermins, des prognostizierten Stichwahltermins hinsichtlich der Wahlhelfer alle komplett besetzt sind. Das ist sehr schön. Ebenfalls sehr schön ist, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfindet. Am 7.09. soll er stattfinden, wenngleich sich da noch die Frage ergab, inwiefern war denn da der Ortsbeirat beteiligt? Am 7.12. Am 7.12., ja, Entschuldigung, am 7.12. Bei mir steht hier 7.09. Das wäre ein sehr früher Weihnachtsmarkt. Stimmt, gebe ich dir recht. Die offizielle Grundschuleinweihung, ich hätte das ein bisschen besser sortieren können, habe ich aber nicht. Die offizielle Grundschuleinweihung findet am 25.09. nun wiederum statt. Und vielleicht für alle, die mit der NEB oder ODEC oder wie auch immer der Betreiber heißen könnte, der ab dem nächsten Ausschreibungszeitraum die RE25 bedienen oder befahren wird, findet am 21.11. bis zum 24.11., also mehrere Tage lang, auf dem Markt eine Infoveranstaltung statt, wo es ausgerichtet zur Zeit von der NEB, von der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft, heißt es, glaube ich, ausgesprochen, wo also auf die Besonderheiten der Taktverdichtung eingegangen wird. Und ich glaube, das ist für alle Bahninteressierten und vielleicht auch für alle Bahnkunden eine durchaus interessante Veranstaltung. Glückwunsch noch an den neuen Geschäftsführer der WBG, der Wohnungsbaugenossenschaft, Gesellschaft, nicht Genossenschaft, Gesellschaft, Benjamin Neffin, Gewächs aus eigenem Hause. Viel Erfolg, Benjamin. Ja, dann wurde noch mal offiziell bekannt gegeben, dass der Herr Stasig jetzt Amt 1 der Amtsleiter ist. Das wurde noch mal ganz offiziell, das ist ja in den Ausschüssen nur erstmal so bekannt gegeben worden. Jetzt wurde noch mal von ihr erwähnt. Ich wollte noch eine Sache, du hattest ja die Wahl und auch die Stichwahl gesagt, da hatte sie so ja einen Termin gesagt von der Stichwahl, der nicht ganz so unwichtig wäre. Wenn es denn eine Stichwahl gäbe oder geben wird, wird die wohl am 13.10. sein, so habe ich mir das notiert. Genau, also bei der Stichwahl geht es natürlich nur um den Bürgermeister, der Landtag wird keine Stichwahl erfordern und vermutlich der Ortsbeirat Werneuchen-Ost auch nicht. Ja. Ich hatte mir noch notiert, dass sie denn eben dass es 98 Kinder waren wohl, die eingeschult wurden, wo sie wohl dabei war. Das fand ich relativ viel. Ne? Das war so eine sehr erfreuliche Sache. Also sie hat da auch sehr frohlockend drüber gesprochen, weil das wohl eine sehr ans Herz gehende Sache war. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt unwichtig, gerade weil das jetzt eben eine neue Schule ist und die ganze Sache im neuen Flair sozusagen passierte. Machen wir weiter. Einwohnerfragestunde, Tagesordnungspunkt 5. Ja, die Einwohnerfragestunde. Da stand ein Bürger auf und fragte, es gibt ja eine Umfahrung, die durch Krummsee führt und deswegen eben auch
alles auf 30 gesetzt wurde dort, was ja von einigen Leuten dort als generelle Lösung ja gefordert wird. Und aber da war die Frage ganz konkret, wie lange denn diese Umleitung noch als solche besteht. Und da wurde dann eben von der Stadt gesagt, dass es eben wahrscheinlich, weil man kann eben immer auch nur wahrscheinlich sagen, bis Ende November die ganze Sache hoffentlich abgeschlossen ist und die Umleitung dann nicht mehr ist. Dann hat sich die Bürgerinitiative, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, Börnicke Löhme, weißt du es genau? Na, auf jeden Fall ist es die Bürgerinitiative gegen den Windpark Börnicke Löhme, nicht für den Windpark. Vertreterin dieser Bürgerinitiative stand auf und hat ihren Unmut darüber kundgetan, dass also gefühlt bislang hinsichtlich der Aktivitäten dieser Bürgerinitiative, sich eben gegen diesen Windpark zu positionieren, von offizieller Seite noch nicht so richtig irgendwas Wahrnehmbares passiert ist. Es gab zwei Stadtverordnete, die darauf eine Antwort wussten, beziehungsweise die darauf geantwortet haben. Das eine war der Herr Gellert, der darauf hinwies, dass also Regionalpläne nun mal dazu gemacht worden sind, um diese dann auch umzusetzen und dass eigentlich der beschlossene Regionalplan jetzt die Grundlage dafür ist. Und wann immer man irgendwo einen Windpark hat und den dann wieder wegkriegen will, würde das heißen, dass es irgendwo anders, an irgendeiner anderen Stelle des Landkreises bzw. der Planungsregion, Barnim-Uckermark, eine Gegend geben muss, die sagen, ja, wir nehmen die 10 oder 9 Windmühlen noch mit bei uns dorthin. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass es diese Gruppe gibt. Aber sei es drum, den Redebeitrag von Herrn Gellert gibt es dann später halt auch im Protokoll zu finden. Ich fand ihn eigentlich relativ faktenbasiert, aber dass man damit natürlich eine Bürgerinitiative, die sagt, gefühlt ist bei uns noch nicht viel angekommen, dass man die damit nicht überzeugen kann, ist vielleicht relativ verständlich. Die andere Stadtverordnete, die sich dazu äußerte, war Frau Niesel, die gerne einen Brief an den Landkreis schicken wollte, diesen Regionalplan vielleicht doch nochmal in irgendeiner Weise anzufassen oder nochmal anzupassen. Ob das jetzt zielführend ist und ob sich dann entweder gefühlt mehr für die Bürgerinitiative ergibt oder tatsächlich mehr für die Bürgerinitiative ergibt, das können wir gerade noch nicht einschätzen. Nein, sie wollte sich denn mit den anderen treffen und beziehungsweise hat andere Fraktionen eingeladen, sich an der Verfassung des Briefes zu beteiligen und als Absender eben dort dazustehen. Wie das am Ende ausgehen wird, können wir natürlich nicht vorhersagen, wie viele sich daran beteiligen werden. Ne, ist klar. Zu diesem Punkt kann man vielleicht dann noch sagen, das sollte man doch erwähnen, da das ja mittlerweile irgendwie Normalität wird. Der Fraktionsvorsitzende der AfD, der Herr Knappe, meinte dann, eigentlich hat er keine Antwort gehabt für die Bürgerinitiative wirklich, sondern er hat sich, wie so oft in letzter Zeit, sich eigentlich bemüßigt gefühlt, Herrn Gellert als Vertreter der Grünen anzugreifen und ihm eigentlich nur vorzuwerfen, dass sie ja die Partei wären, die das alles verursacht und verschuldet hätten und. Der Vorsitzende der Stadtverordneten Versammlung griff denn auch so ein bisschen ein, als Herr Gellert ansetzte, und er wollte natürlich unterbinden, dass es jetzt so ein Disput zwischen der AfD und dem Stadtverordneten Gellert wird. Es wurde natürlich ein kleiner Disput, der dann aber von ihm unterbunden wurde. Und das ist natürlich auch nicht im Sinn der Sache, weil die Einwohnerfragestunde ist dafür da, dass wenn er was zu sagen hat, dann soll er das an die Fragenden richten, seine Bemerkung oder seine Antwort, die er dazu hat, und nicht das nutzen, um politische Ressentiments, die er ja da scheinbar hat, da auszuleben. Das stimmt wohl. Ja. Der nächste Bürger bat darum, dass die Park- und Durchfahrtssituation im Rotdornweg nochmal irgendwie überprüft wird. Der Rotdornweg ist ja zurzeit stärker frequentiert oder wird auch in Zukunft wahrscheinlich stärker frequentiert werden, weil ja dort hinten das neue Wohngebiet entstanden ist, beziehungsweise am Entstehen ist. Die Mehrfamilienhäuser sind wohl mehr oder weniger fertig. Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten, was jetzt fertig heißt und was nicht fertig heißt.
Aber der Durchfahrtsverkehr in eben jenen beiden Straßen hat doch um einiges zugenommen. Und da wir etwas später dran sind mit unserer Sendung als sonst, sind wir quasi schon überholt worden von der Realität. Denn die Stadtwerke haben in der vergangenen Woche dort tatsächlich eine Aufpflasterung im Rundturmweg vorgenommen. Das wurde in der SVV erst noch angekündigt, dass das also demnächst geschehen werde. Das ist jetzt schon Realität, so dass man dort also jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit durchfahren sollte, wenn man nicht ein Abo für neue Achsen und Traggelenke bei seiner Autowerkstatt hat. Falls jemand irgendwie eine Bemerkung macht auf unserem YouTube-Video, was ja möglich ist und wir uns ja auch gerne wünschen, ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert, dass du Rotdornweg gesagt hast, weil ich habe mir den Weißdornweg aufgeschrieben. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber dann haben wir jetzt wenigstens beide erwähnt. Okay, also die Zufahrt zum Wohngebiet Sanddornring. Nennen wir es mal so, die westliche Zufahrt zum Wohngebiet Sanddornring. Okay, ja, ich weiß es auch gerade nicht. Aber ich meine, du hast recht, das ist, glaube ich, der Weißdornweg. Ich glaube, die Eselsbrücke war immer Richtung Weso fahren und dann heißt es wie der Sportverein, nämlich Rot zuerst, direkt an der Bahn und Weiß, der dahinterliegende. Kann sein, ich bin da nicht komplett sattelfest, ich fahre da nur durch. Der nächste Bürger wollte gern wissen, warum denn ein Teilbereich der in der alten Hirschfelder Straße entstandenen Asphaltbefestigung wieder zurückgebaut wird. Und da gibt es ja immer diese Mutmaßung, dass dort also jetzt gerade schon grundhafte Arbeiten für ein eventuelles Flüchtlingswohnheim oder Geflüchtetenunterkunft stattfinden. Frau Grabsch negierte dies und sagte, nee, das ist eine Baustellenzufahrt gewesen. Die dort aufgeweitete Asphaltfläche ist eine Baustellenzufahrt, die muss natürlich zurückgebaut werden. Gucken wir mal, wir kommen nachher nochmal zu der, nee, wir kommen jetzt genau an dem Punkt, nämlich dazu, laut Frau Grabsch liegen noch keine neuen Informationen zu eben jenem vom Landkreis vielleicht vorgesehenen Unterkunftsgebäude dort in der alten Hirschfelder Straße vor. Also keine belastbaren Informationen. Wir haben auch nichts irgendwie zugespielt bekommen, was man jetzt in schriftlicher Form oder per E-Mail oder per irgendwas, was über den Level Gerücht hinausgehen würde. Genau. Weiterhin war die Frage, warum denn Windräder manchmal abgeschaltet werden. An der Stelle entspannt sich der Disput zwischen Herrn Knaap und Herrn Geller, den Christian eben schon erwähnt hatte, erneut, weil also ja die Grünen schließlich dran schuld seien, dass so viele Windräder bestehen. Kurze Erinnerung zurück, also die Abschaltung oder der Ausstieg aus der Atomenergie wurde beschlossen unter Frau Merkel im Lichte des Unglücks in Fukushima. Der Ausbau der regenerativen Energien wurde beschlossen unter Regie der CDU. Also da jetzt den Grünen was vorwerfen zu wollen, eher im Gegenteil. Ich glaube, der Ausbau regenerativer Energien, der stagniert gerade so ein bisschen und geht eben nicht im notwendigen Maße voran. Aber die Antwort, warum Windrad abgeschaltet wird, ist relativ profan. Unser Stromnetz hat halt irgendwie Einleiter und hat auch irgendwelche Benutzer, das sind wir alle. Wir alle, die wir die Idee Strom aus Steckdose ist eigentlich eine coole Idee, unterschreiben würden, wir benutzen das Netz so. Und wenn an einer Stelle relativ viel Strom entnommen wird und an anderer Stelle relativ wenig Strom eingespeist wird, geht das Netz in die Knie. Aber andersrum ist es genauso. Das heißt, wenig Strombenutzung und viel Einspeisung heißt auch, dass es zu Netzinstabilitäten kommt. Und da man die Sonne relativ schlecht abschalten kann, aber den Wind relativ gut nicht nutzen kann, indem man nämlich die Flügel einfach aus dem Wind dreht, ist es natürlich, gehört Windkraft zu den am einfachsten regelbaren elektrischen Energieerzeugern, einfach indem man die Flügel aus dem Wind dreht. Das heißt, bei Überkapazitäten im Netz werden diese Flügel aus dem Wind gedreht, das Windrad dreht sich nicht mehr und es sieht erstmal komisch aus. Hintergrund ist der, ihr könnt das einfach selber ganz leicht überprüfen, an sonnigen Tagen sind Windräder häufig, trotz der Tatsache, dass der Wind weht, still, weil die ganzen PV-Anlagen halt funktionieren. Und an Tagen, wo der Himmel sehr bedeckt ist, es windig ist, sind weniger Windräder im Stillstand, weil eben die PV-Anlagen nicht entsprechend mitliefern können. Deshalb stehen Windräder still und deshalb ist auch die Frage, ob das eine Überkapazität ist oder nicht, die stellt sich genau an der Stelle, wo man sagen kann, zurzeit haben wir mehr als die Hälfte an Strom in unserem deutschen Netz aus regenerativen Energien. Das heißt, Überkapazitäten haben wir in dem Sinne noch nicht, weil ja nur die Hälfte aus regenerativen Energien gewonnen wird.
Der letzte Bürger, den ich mir hier aufgeschrieben habe, wollte wissen, wie das mit den Feuerwerken in Siedlungsbereichen ist. Ich glaube, die Frage entstand vor dem Hintergrund, dass also gerade die Einschulungsfeierlichkeiten, die ja bei manchen Familien mit Höhenfeuerwerken und vorbeiziehenden Schalmeikapellen durchgeführt werden, stattgefunden haben und es dadurch zu einer vermehrten Feuerwerksbelästigung in den Siedlungsbereichen kam. Herr Vaupe wies, und das ist vielleicht für alle interessant, die irgendwie nicht am 31.12. Geburtstag haben, interessant war, dass Herr Vaupe darauf hinwies, dass bei uns Feuerwerke eben außerhalb des 31.12., ich weiß gar nicht, ob die Silvesterregelung nicht schon ein bisschen früher anfängt, ein bisschen später endet, da bin ich mir nicht sicher, dass also Feuerwerke außerhalb dieser zulässigen Zeit bei uns sowieso einer Sondergenehmigung bedürfen, weil wir halt in der Nähe eines immer noch im Betrieb befindlichen Flugplatzes sind und damit eventuelle Beeinträchtigungen des Flugverkehrs durch die obere Luftfahrtbehörde wohl genehmigt werden müssten. Ob das jetzt zur Folge hat, dass alle, die Einschulungen feiern oder 32. Geburtstag oder ähnliches, bei der Luftfahrtbehörde ihre Feuerwerksreste genehmigen lassen, das wage ich stark zu bezweifeln, aber theoretisch muss es so sein. Das war eigentlich alles zur Einwohnerfragestunde, würde ich sagen. Mehr habe ich nämlich auch nicht im Sinn. Diese Feuerwerksgeschichte war wohl das Letzte und ein Wort dazu nur, ich hatte auch so das Gefühl, dass es irgendwie sich gehäuft hat in letzter Zeit, dass man also ständig Feuerwerke hörte. Dann kommen wir schon fließend über zu den Vorlagen des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Der Tagesordnungspunkt 6, Beschluss der Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen dem Wasserverband Strausberg-Erkner und der Stadt Werneuchen. Wir haben relativ ausführlich in unserer Vorschau-Sendung darüber berichtet, was der Gegenstand dieser ganzen Geschichte ist, dass wir also den Wasserverband Strausberg-Erkner gekündigt haben, also wir Werneuchen, die Stadtwerke Werneuchen. Da gab es natürlich gegenseitige Forderungen, die teilweise nicht wirklich rechtzeitig beigelegt werden konnten, weil eben Werneuchen, also die Stadtwerke, noch nicht die Abschlüsse hatte, jeweils rechtzeitig. Und das war natürlich ein Problem. Dadurch konnte man das monetär irgendwie gar nicht wirklich festmachen. Irgendwann hatten beide eine Summe, nicht nur im Kopf, sondern auch auf dem Papier, haben sich dann zusammengesetzt und es wurde dann letztendlich eine Lösung gefunden, die da heißt, dass letztendlich Werneuchen wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr die Summe genau, 7.000, wie könnt ihr jetzt nachgucken, das ist ja der Differenzbetrag zu den Forderungen, die Strausberg-Erkner und die Werneuchen hatte und die sich beide darauf geeinigt haben, dass diese Summe dann eben bezahlt wird, weil ein Rechtsstreit unwegbar für beide Parteien wäre, mehr Kosten verursachen würde und letztendlich ist es dann die doch friedlichste und wahrscheinlich auch vernünftigste Lösung. Und dieser Vorschlag wurde dann der Stadtverordnetenversammlung, wie man sieht, dann zur Abstimmung vorgelegt und die Stadtverordneten haben dies auch bestätigt. Genau, du hast jetzt relativ einfach zusammengefasst, was wir aus den Informationen aus den Ausschüssen mitgenommen hatten, hauptsächlich aus dem A1. Der A1, der Hauptausschuss, ist ja der Werksausschuss für den Eigenbetrieb. Diesmal ging es ja auch um die Einigung des Eigenbetriebs, weil das ja bei dem Vertrag mit dem WSE ging es ja um die Einleitung von Abwässern. Das heißt, durch den Besuch der Fachausschüsse und durch den Besuch des Hauptausschusses konnten wir all diese Informationen bereitstellen. Der einzige Stadtverordnete, der da noch Wissenslücken hatte, war der Stadtverordnete Knape von der AfD, der all dies nochmal hinterfragt, inklusive der Frage, ob man denn seitens der Stadt oder beziehungsweise seitens der Stadtwerke durch Anwälte vertreten worden sei. Die Frage hätte sich relativ leicht beantwortet, wenn man seinen Fraktionskollegen, der im A1 war, gefragt hätte, sag mal, hattest du den Eindruck, dass da ein Anwalt an Bord war? Und er hätte antworten können, ja, die Anwältin war ja sogar im A1. Die hat ja darüber referiert. Alles klar.
Dann wären wir zum Tagesordnungspunkt 7 gekommen, aber wie wir berichtet haben, ist der ja von der Tagesordnung genommen worden. Damit sind wir dann sehr schnell beim Tagesordnungspunkt 8, Beschluss zur Neuarbeitung einer Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst. Auch diesen Punkt, ich weiß, du magst es immer nicht, haben wir relativ ausführlich in unseren Vorschau-Sendungen bearbeitet. Und es gibt ja dort drei Punkte, die letztendlich in den Ausschüssen zur einzelnen Abstimmung kamen. Und diese drei Punkte sind denn jetzt wieder beantragt worden, dass man die einzeln abstimmt. Bevor wir da inhaltlich vielleicht nochmal eingehen oder du noch zwei Sätze dazu sagen möchtest, da gab es denn auch, Herr Knappe tut sich jetzt gerade sehr hervor, der hat denn so ja am Ende, die alle so ein bisschen unverständlich, die Leute den Kopf schüttelten über diese Sache, dann eine namentliche Abstimmung sogar gefordert. Diese Forderung kann man eigentlich fast nur als, weiß ich nicht, so ein bisschen als Schikane sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht hat er auch ein anderes Ergebnis gemutmaßt, aber das hängt halt immer davon ab, wie kommunikativ man mit den anderen Stadtverordneten ist, ob man da im Vorfeld schon irgendwelche Dinge erahnen kann oder nicht. Gehen wir kurz aufs Inhaltliche ein. Also der erste Punkt war ja eben die Erarbeitung einer neuen Straßenreinigungssatzung. Wer also wie, wo, was machen muss, in welchem zeitlichen Intervall das zu erfolgen hat, etc. Hintergrund ist der, dass wir zwar eine Straßenreinigungssatzung haben, die aber historisch schon etwas älter ist, was zur Folge hat, dass die den aktuellen rechtlichen Ansprüchen nicht genügt. Im Klartext lese ich daraus, wenn wir die nicht ändern, dann haben wir kein rechtlich sicheres Mittel, was ja, gerichtsfest ist. Das heißt, wenn jetzt jemand auf Grundlage dieser unserer alten Straßenreinigungssatzung eben der nicht nachkommt und die Stadt die Aufforderung ergehen lässt, reinige mal deine Straße, weil schließlich bist du nach der Straßenreinigungssatzung dazu verpflichtet und der sagt, nö, mach ich nicht, dann wird es wahrscheinlich vor Gericht recht schwer werden, den auch dazu zu bringen, das Ganze machen zu müssen. Ob das jetzt eine Sache ist, die man gut findet oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Der zweite Punkt war dann der, dass man aus eben jener Straßenreinigungssatzung eine Straßenreinigungsgebührensatzung baut. Hintergrund dafür ist, dass natürlich Dinge, die die Stadt an Leistungen erbringt, logischerweise Gebühren erfordert oder beziehungsweise logischerweise Gebühren dafür nehmen muss. Der Geschäftsbesorger dafür sind die Stadtwerke. Die Stadtwerke hatten einige Jahre lang, wie mir der ehemalige Geschäftsführer mitteilte, das Problem, dass sie ihre Straßenreinigung gegenüber der Stadt gar nicht abgerechnet haben, warum auch immer, und es da zu einer verspäteten Nachzahlung aus etlichen Jahren kam. Und der dritte Punkt, der erschließt sich mir nach wie vor nicht so ganz, warum dem nicht zugestimmt worden ist, das ist nämlich die Klassifikation in verschiedenartige Straßen. Das heißt, das bleiben wir mal in Steinitzaue, da kenne ich mich aus, dass der Hagebuttenweg vielleicht ein anderes Reinigungsintervall seitens der Stadtwerke oder seitens auch der Anwohner erfordere, als zum Beispiel der Beiersdorfer Weg, weil da einfach der Durchgangsverkehr größer ist, da fahren Busse. All das hätte in diesem Punkt 3 stattfinden müssen. Aber zur Abstimmung, wie du richtigerweise sagst, Herr Knape bestand dann darauf, dass eine namentliche Abstimmung stattfindet. Wurde gesagt, okay, der neuen Straßenreinigungssatzung, dem stimmen wir zu, mehrheitlich. Der Kostenberechnung für eben jene Straßenreinigungsgebühren, die wurde mehrheitlich abgelehnt und auch die Straßenklassifikation wurde mehrheitlich abgelehnt. Das heißt, unsere neu zu schaffende Straßenreinigungssatzung gilt also für alle Straßen gleichermaßen, ob Hagebuttenweg, Ginsterweg, wo tatsächlich nur Anwohner langfahren, oder Beiersdorfer Weg oder Wesendaler Straße. All diese Straßen werden gleich hinsichtlich der Reinigungssatzung berücksichtigt. Ja, dann kommen wir dann schon zum Tagesordnungspunkt 9. Und zwar den Aufstellungsbeschluss für die erste Änderung des Bebauungsplans Ringstraße Nord der Stadt Werneuchen im Ortsteil Krummsee. Auch das, wie alle Punkte, haben wir natürlich in unserer Vorsendung behandelt. Der Bebauungsplan sieht, der bis jetzt festgelegte Bebauungsplan legt fest, dass diese Ringstraße Nordgebiet ein Mischgebiet ist.
also wo Gewerbe und Wohnen gleichzeitig möglich ist. Da sich jetzt die letzten Grundstücke wurden scheinbar verkauft und es gibt Pläne, eben dort ein Familien- oder ein Zweifamilienhaus, ich weiß es nicht genau, dorthin zu stellen. Das wurde denen versagt aufgrund des bestehenden Bebauungsplans und der Festlegung, dass es ein Mischgebiet ist und dass ja dann kein Mischgebiet mehr wäre, wenn man reine Wohnbebauung weiter plant. Darum wurde jetzt beantragt von den Leuten, dass es eben geändert wird, dass es eben ein reines Wohngebiet wird. Andreas und ich, wir haben darüber auch länger geredet und diskutiert, wie denn das eigentlich aussieht, ob denn Leute dazu befragt wurden in der Ringstraße Nord, wie sie das denn finden, ob es denn auf Zustimmung stößt oder ob sie überhaupt befragt wurden. So richtig haben wir es nicht rausbekommen. Also ich habe mit einem Bürger konkret gesprochen, der wusste davon und wurde wohl auch angesprochen. Wie weit das jetzt repräsentativ ist, ob andere angesprochen wurden, kann ich jetzt nicht sagen. Es haben sich ja lediglich zwei Fraktionen oder zwei politische Player in der SVV dazu geäußert. Das eine war die GfW, die wir ja auch in unserer Vorschau-Sendung mehr oder weniger direkt angesprochen hatten. Die sagten uns, sie haben die Anwohner, die dort wohnen, befragt und alle waren dafür oder mehrheitlich sind die dafür gewesen, das Ganze in ein reines Wohngebiet zu verwandeln. Und der zweite politische Player war die WEW, die dazu gesprochen hat, die nämlich darauf hinwies, dass man genau mit diesem Verfahren Schlafstädte produziert, weil die Leute natürlich nicht an ihrem Wohnort auch in irgendeiner Weise tätig sein können, sondern auf jeden Fall wegfahren müssen. Nun ist natürlich die permanente Ausweisung von Wohngebieten, führt nicht zu einer Ausweisung von Arbeitsflächen oder von Arbeitsplätzen, hat zur Folge, die Leute fahren auf jeden Fall in irgendeine größere Stadt, ob die Werneuchen, Bernau, Altlandsberg oder Berlin heißt, sei da mal völlig dahingestellt, aber die kommen halt nach ihrer Arbeit nach Hause zurück und wohnen dann dort. Aber lange Rede, kurzer Sinn, von den 16 anwesenden Stadtverordneten waren 15 dafür, lediglich die WEW enthielt sich, was auch angesichts des Redebeitrages eigentlich okay ist, also wenn man dazu eine andere Ansicht hat, aber eben nicht dagegen stimmen will, weil ja die Anwohner der Auffassung waren, ja, das ist eine tolle Idee, ist, glaube ich, die Enthaltung relativ nachvollziehbar. Okay. Dann sind wir schon beim Tagesordnungspunkt 10. Beschluss zur Einrichtung eines Planerpools. Auch da haben wir natürlich drüber berichtet und der Planerpool, der soll eigentlich der Stadtverwaltung helfen. Das musste denn im Zuge der Diskussion auch einigen Leuten nochmal so genauer erklärt werden, wo denn eigentlich der Vorteil da drin liegt. Der Planerpool sieht vor, dass Bauvorhaben, die bis 50.000 Euro generiert sind, vergeben werden können von der Stadtverwaltung. Und jedes Mal ist ja ein Auswahlverfahren notwendig. Und wenn man einen Planerpool anlegt, können sich Gewerbetreibende, die das eben meinen, machen zu wollen, von vornherein sich schon bewerben, um in diesem Planerpool zu sein, müssen alle relevanten Unterlagen einreichen und die werden dann geprüft und dann wird dann jemand zugelassen oder eben doch nicht zugelassen, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich geht es dann eher darum, dass die dann zugelassen werden, wenn alles okay ist. Und wenn es denn zu einem konkreten Bauvorhaben kommt, greift man eigentlich in diesen Planerpool hinein und verlost die Beauftragung. Man ohne diesen ganzen Rattenschwanz, den man schon vorher hatte, ist der denn überhaupt berechtigt? Muss er denn alle Unterlagen nochmal neu einreichen? Nein, das muss er nicht, weil es ist nun mal schon mal da. Man ist in diesem Planerpool drinne. Das wird wohl in allen entsprechenden Medien veröffentlicht, so dass es auch die Gewerbetreibenden erreicht und die sich denn dort auch bewerben können. Das ist im Groben gesagt der Sinn dieses Planerpools und man verspricht sich davon natürlich eine Entlastung der Arbeit und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen und in der Diskussion darum musste das mehrfach auch herausgestellt werden. So war mein Eindruck in der Stadtverordnetenversammlung, weil einige nicht so richtig die Sinnhaftigkeit verstanden haben und Nachfragen hatten, was auch okay ist, dass man da vielleicht nachfragt, wenn man nicht unbedingt ständig damit zu tun hat mit solchen Dingen. Aber das ist eigentlich so der Kern der ganzen Geschichte, würde ich so darstellen.
Naja, zwei kurze Korrekturen noch. Also erstens geht es nicht um Bauvorhaben bis 50.000 Euro, sondern es geht um Bauvorhaben, deren Honorar bis 50.000 Euro betragen darf. Also das heißt, die Honorare für Architekten und Ingenieure werden ja nach der Honorarordnung berechnet. Und wenn sich dieses Honorar auf Grundlage der geschätzten Baukosten unter 50.000 bewegt, dann wird eben in jeden Planerpool gegriffen, werden zwei Planer dort aus dem Planerpool gelost, tatsächlich gelost, und die werden angefragt und die unterbreiten ein Angebot. Erstens ist das Risiko, dass die Angebote, das eine da und das andere da liegt, relativ gering, weil ja alle sowieso an die Honorarordnung gebunden sein sollten. Das heißt, die Vergleichbarkeit der Angebote ist vermutlich auf jeden Fall gegeben. Und dieses Losverfahren ist auch deshalb relativ okay, weil ja es ansonsten bisher für eben diese Planungsleistungen halt einfach nur drei Angebote gab. Und da ging es eben nicht um Losen, sondern da ging es darum, ja, böse gesagt, welcher Planer den Mitarbeitern im Rathaus am liebsten war oder welche drei Planer den Mitarbeitern im Rathaus am liebsten waren. Ist Losen, glaube ich, tatsächlich ein gutes Verfahren an dem Punkt. Wir müssen noch sagen, dass also der Einrichtung des Planerpools mit 14 Stimmen dafür durchaus zugestimmt wurde. Lediglich die AfD enthielt sich an dem Punkt. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11. Beratung und Beschluss zur Änderung oder Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Werneuchen. Eingereicht durch die WEW. Genau, die WEW hat diesen Tagesordnungspunkt benannt. Da wurde sogar, glaube ich, durch die Kommunalaufsicht geprüft, auf Aufforderung von Herrn Asmus, richtigerweise, ob denn das ein Einzelspieler überhaupt darf. Offenbar darf es, aber auf jeden Fall ist es in irgendeiner Weise auf die Tagesordnung gekommen. Das ist auch ganz wunderschön so. Was mich persönlich, und das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, dabei etwas betrüblich hinterlässt, ist der Ausgang dieses Tagesordnungspunktes. Das ist also jetzt die eventuelle Änderung einer Geschäftsordnung nicht etwa in dem Gremium, für das es gilt, beraten wird, sondern irgendwo hinter verschlossenen Türen. Ich hatte mir sogar überlegt, ob man diesen Tagesordnungspunkt nicht so behandelt, wie wir das jetzt gerade machen, von Angesicht zu Angesicht mehr oder weniger, sondern hinter verschlossenen Türen wird das Ganze behandelt, um euch aufzuzeigen, wie transparent Dinge sein können. Denn die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung gilt ja gleichsam auch für Ortsbeiräte, die ja dann an dieser Beratung nur vielleicht dran teilnehmen, weil sie kriegen es ja nicht unbedingt mit. Sie gilt aber auch für Bürger, die ja an dieser Beratung auch bloß nicht dran teilnehmen. Das heißt, wenn diese Beratung über die Neufassung der Geschäftsordnung in einem öffentlichen Rahmen stattgefunden hätte, beziehungsweise stattfinden würde, dann wäre es durchaus als Mittel gegen Politikverdrossenheit und für mehr Transparenz, um dieses ewige Transparenz nochmal irgendwie zu malträtieren, durchaus anzusehen gewesen. So wie es jetzt vorgesehen ist, dass sich da irgendein ungewähltes Gremium trifft und berät, muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn Politik immer mehr zur Politikverdrossenheit führt. Alle Stadtverordneten waren damit einverstanden. Gut. So, und jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 12, den du bestimmt offiziell benennen kannst. Bei mir heißt er nur Haushaltsvollzug. Der heißt die unterjährige Berichtspflicht zum Stand des Haushaltsvollzuges. Unterjährige Berichtspflicht wird eigentlich vierteljährlich gemacht. Also das ist eine ganz normale Geschichte, dass eben der Amtsleiter der Finanzen sich dann vor die Stadtverordnetenversammlung stellt, auch in den Ausschüssen natürlich vorher, vornehmlich im Finanzausschuss, und eben den derzeitigen bis dahin Stand des Haushaltsvollzuges darlegt. Das heißt, wie weit ist es denn mit den Ausgaben? Ist alles planmäßig so gelaufen, wie man es sich vorher gedacht hat? Sind Dinge hinzugekommen? Gibt es Verzögerungen? Gibt es zusätzliche Kosten, die nicht angedacht waren? Also darum eben diese vierteljährliche unterjährige Berichtspflicht. Und dies hat diesmal das erste Mal der Herr Stasik gemacht, weil ja nun Frau Fehrmann nicht mehr da ist. Herr Stasik hat ja natürlich jahrelang unter Frau Fehrmann oder mit Frau Fehrmann zusammengearbeitet. Also der steht ja auch im Thema und im Stoff. Der ist also nicht neu. Er hat es nur übernommen. Und er berichtete
eben über den Stand der Investitionen, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, wenn man jetzt läuft eigentlich alles nach Plan bis jetzt, da es ja am Anfang des Jahres, naja, nicht nach Plan, läuft nie ein Haushalt, ist schon richtig, aber bemessen daran, dass ja der letzte unterjährige Bericht von Frau Fehrmann, der war ja sehr kurz, weil wir sehr spät mit dem Haushalt eigentlich begonnen haben, aufgrund der Lage, die wir in Werneuchen hatten und darum kaum etwas sagen konnte, sondern eigentlich auf den nächsten Bericht verwiesen hat, weil sie nicht so viel vorweisen kann. Ne? Den hatten wir dann jetzt. Du hast so bedeutsam mit dem Kopf gewackelt. Also er berichtete darüber, dass eine Kreditaufnahme in diesem Jahr nicht mehr zu befürchten ist, wenngleich sie eigentlich notwendig wäre, weil der Haushalt dann doch ein relativ großes Loch aufweist, in Höhe von roundabout 7 Millionen. Das sind die 7 Millionen, die Mehrkosten der Grundschule sind. Ein Kredit in diesem Jahr würde aber bedeuten, dass die Jahresabschlüsse da sind. Sagte er, okay, also wir versuchen jetzt die Jahresabschlüsse durchzuboxen. Er gab da auch Aussichten, bis zu welcher Sitzung welcher Jahresabschluss fertig und geprüft sein könnte. Das hörte sich in Summe so an, als wenn das alles noch dieses Jahr stattfinden wird. Und die notwendigen Mittel eben nicht mehr in diesem Jahr durch Kredit aufgenommen werden, sondern Verpflichtungsermächtigung heißt, ich schreibe schon mal jetzt in den noch nicht geschriebenen Haushalt rein, das machen wir aber im nächsten Jahr. Und zwar machen wir das auf jeden Fall im nächsten Jahr. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen also dazu, dass Mittel aus dem nächsten Jahr, vielleicht sogar schon dieses Jahr, bereit liegen und man um diese Kreditaufnahme drumherum kommt. Das heißt, kein Nachtragshaushalt in 2024, aber eine saftige Kreditaufnahme. Die Höhe hat er mit circa 7 Millionen Euro veranschlagt, weil auf jeden Fall die Mehrkosten der Grundschule ja durch nichts anderes gedeckt werden können als durch einen Kredit. Die werden also dann im kommenden Jahr auf jeden Fall den Haushalt weiter belasten, denn schon die erste Kreditaufnahme für die Grundschule, ich meine mich an 12 Millionen zu erinnern, belastet ja durch die notwendigen Zinszahlungen und natürlich auch durch die Tilgungszahlungen den Haushalt. Wenngleich Tilgung bei einer doppischen Haushaltsführung jetzt keine relevante Sache ist, weil man ja die 12 Millionen Euro, die man als Kredit bekommen hat, umwandelt in eine Schule, die dann als Wert dasteht. Von daher, kurz zusammengefasst, die Haushaltsausführung dieses Jahr fing sehr spät an, hat ein relativ großes Loch im Haushalt hinterlassen durch die Mehrkosten der Grundschule. Es kann kein Kredit aufgenommen werden in diesem Jahr, weil zum Beispiel auch die Wassergeldhilfe ausgezahlt worden ist, die ja so einer Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsicht durchaus hinderlich wäre. Und im kommenden Jahr kommt dann der Kredit für die ausgefallenen oder für die Mehrkosten der Grundschule, die irgendwie ins nächste Jahr gezaubert werden. Positiv zu bemerken ist natürlich noch, weil das ja in den letzten Jahren oft Thema war, die fehlenden Jahresabschlüsse der letzten Jahre, die aufgearbeitet werden müssen. Und da hat er auch mit Recht, weil man, wenn man so ein bisschen Ahnung hat davon, dann weiß man, wie umfänglich sowas ist. Und da waren sie sehr fleißig und haben alles aufgearbeitet, eigentlich fast die ganzen Jahre. Und wie du das schon eingangs gesagt hast, hat er auch die Termine so ja gesagt, wann die jetzt noch offenen Jahresabschlüsse fertig sind. Und die letzten Jahre, dass wir dann irgendwann im nächsten Jahr, wenn ich jetzt richtig noch im Sinn habe, eigentlich auf dem laufenden Stand sind. Also auf dem Stand, auf dem man denn eben sein kann. Man ist natürlich für 24 erst irgendwann in 25 mit dem Jahresabschluss und für 23 ist natürlich klar. Aber dann ist endlich diese Lücke, die wir auch nicht bloß im Reden und auch im Zuhören immer und in der Diskussion hatten, die ist dann geschlossen und da war er irgendwie auch relativ stolz drauf und da kann er auch stolz drauf sein, weil das ist endlich jetzt nicht mehr Thema und ist nicht mehr hinderlich für die ganzen Prüfungsgeschichten. Ne? Absolut kann er da stolz drauf sein, zumal ja diese Frist zur Erstellung vereinfachter Jahresabschlüsse leider verstrichen ist. Das heißt, er hat jetzt nicht nur ein schweres, sondern sogar ein sehr, sehr schweres Erbe angetreten, weil er jetzt quasi keine vereinfachten Jahresabschlüsse mehr machen kann, sondern die komplette Tippeltappeltour machen muss. Ich glaube aber, dass das Verhältnis zum RPGA da mittlerweile ein gutes ist.
vielleicht war es auch in der Amtsführung nicht des Amtes 1, sondern in der Amtsführung der kompletten Verwaltung begründet, dass es da vielleicht zu Missverständnissen kam. Ja, und in Zukunft ist denn wahrscheinlich die vereinfachte Geschichte denn möglich ist, wenn man denn endlich im zeitlichen Plan ist, ne? So, ne? Was Ihnen ja die Sache erleichtert. Ich glaube, das war eine Landesregelung, die das erleichtern sollte, aber die irgendwann halt auslief. Aber der Bericht ist erledigt. Lass uns zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, dem Tagesordnungspunkt 13. Der heißt bei mir Stadtverordnetenfragestunde. Hat der bei dir noch einen anderen Namen? Nee, der heißt einfach nur Stadtverordnetenfragestunde. Verrückte Welt. Die WEW fragte, ob denn die Umfahrung an der Grundschule noch in irgendeiner Weise geplant werden würde, mit einer Einbahnstraßenregelung etc. Ich glaube, auch die ist mittlerweile Realität, weil wir relativ spät produzieren. Ich glaube, da gibt es mittlerweile eine Regelung, wie die Eltern ihre Kinder in der Kiss-and-Go- oder Touch-and-Kiss-Zone, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aus dem Auto schmeißen sollen, ob sie überhaupt anhalten dürfen, das weiß ich auch nicht, oder ob die Kinder unter 15 km/h selbstständig aus dem Auto rollen. Bei der nächsten Frage ging es um die Amok-Alarmplanung an der Grundschule. Da fehlt mir jegliches Verständnis, aber das liegt nicht an der Sache, sondern einfach an meiner Distanziertheit zur Grundschule mittlerweile. Die AfD fragte dann noch in Form von Bernd Knape, wieso denn die Stadtwerke jetzt Neueinstellungen benötigen würden. Es gab da ja einen Disput in der Motz, wo einerseits die AfD genau das angemahnt hat und andererseits Herr Rieb von den Stadtwerken sich dann in der Motz dafür gerechtfertigt hat. Eine ähnliche Unterhaltung gab es diesmal wieder, die zum Beispiel durch Herrn Rieb von den Stadtwerken gesagt wurde, oder bei der durch Herrn Rieb von den Stadtwerken gesagt wurde, okay, also man könnte das Know-how auch natürlich in die Firma holen, genau das wollen wir machen, weil ein externes Ingenieurbüro halt einfach mal relativ hohe Kosten verursacht. Weiterhin geht es um Kleinigkeiten, für die man eben ein großes Ingenieurbüro irgendwie kaum begeistern kann. Und er rechtfertigte bzw. er begründete die Neueinstellung bei den Stadtwerken gegenüber der AfD. Und jetzt kam tatsächlich die Frage, die wir vorhin schon beim Bericht des Bürgermeisters hatten, wieso denn der Ortsbeirat Werneuchen-Kernstadt nicht in die Gestaltung oder in die Organisation des Weihnachtsmarktes integriert worden sei und, oh Wunder, auf die neue Tagesordnung oder auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortsbeirates Werneuchen ist doch tatsächlich der Weihnachtsmarkt gewandert, wenngleich mir dazu noch keine Unterlagen vorliegen, obwohl sie das eigentlich sollten. Irgendwie ist da mal wieder, glaube ich, ein Haken im Mandatus falsch gesetzt worden. Leider gibt es keine Unterlagen. Und als letzte Frage habe ich mir hier Herrn Knape aufgeschrieben, der irgendwie immer noch leichte Verständnisschwierigkeiten mit Einnahmen und Ausgaben hatte, wo es um Radwege Weso-Werneuchen, Weso-Schönfeld, Weso-Wilmersdorf ging. Und er wurde dann durch Herrn Stasik darüber aufgeklärt, dass also Einnahmen die Seite sind, die man bekommt, und Ausgaben die Seite sind, die man weggibt. Mehr habe ich nicht in der Stadtverordnetenfragestunde. Nee, mehr war auch nicht. Dann kamen wir zum Tagesordnungspunkt 14, die Mitteilung der Verwaltung. Und oh Wunder, es gab keine Mitteilung der Verwaltung. Und für uns endete der Abend dann mit dem Tagesordnungspunkt 15, dem Schließung der Sitzung, in Klammern öffentlicher Teil, weil die Stadtverordneten noch zum Nachsitzen verdonnert waren, nämlich das Protokoll und die Niederschrift des bei der letzten Sitzung stattfindenden nicht öffentlichen Teils zu begutachten, eventuell anzupassen und zu bestätigen, um dann auch irgendwann, da waren wir aber schon mit einem Glas Rotwein bewaffnet auf der Couch, den Weg nach Hause anzutreten und die komplette Sitzung geschlossen zu haben. So, damit sind wir bei unserem beliebten Tagesordnungspunkt, der schon, wie angekündigt, vielleicht etwas größer diesmal wird. Und sonst noch, oder und sonst so, wie auch immer man den nennen mag. Also ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ihr habt ja sicherlich alle unsere Interviewsendung mit den Bürgermeisterkandidierenden gesehen, die hier waren. Ich glaube, die haben sich alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten relativ gut geschlagen. Manche Leute kamen auf mich zu und sagten, da hast du aber ganz schön tief und da hast du ja nicht so tief. Ja, richtig, wir wollten euch die Kandidaten präsentieren. Wir wollten niemanden vorführen. Wir wollten euch die präsentieren, wie die so funktionieren und wie die ticken. Herr Kulicke hatte ja abgesagt und wollte sicher seine eigenen Kanäle bedienen, so war ja seine Wortwahl.
Du warst ja bei zwei Veranstaltungen, die er am Adlersaal gemacht hat, anwesend, Christian. Jetzt mittlerweile steht dieses Bildmaterial zur Verfügung, Bild- und Tonmaterial zur Verfügung. Naja, ich kann dazu kurz was sagen. Also ich war, wenn ich ehrlich bin, nicht bei zweien. Ich war bei der ersten, war ich voll komplett da, vollständig da, außer vielleicht die ersten 5 Minuten, weil es relativ früh anfing. Und bei der zweiten war ich wirklich nur irgendwie die erste Viertelstunde, 20 Minuten da, weil dann klar war, das wird jetzt ein Duplikat der ersten Sendung. Und der Zulauf war doch relativ überschaubar. Es waren rund immer ungefähr 20 Personen anwesend, also Gäste, die also dem lauschen wollten, was Herr Kulicke eben meinte, dem Bürgern sagen zu können und zu wollen. In der Regel war es so, die einleitenden Worte bei der ersten Versammlung waren eigentlich geprägt, die ersten 20 Minuten von was habe ich denn als Bürgermeister alles erreicht? Was habe ich gewollt? Was habe ich erreicht davon? Das hat er eben aufgezählt, wobei da in einigen Punkten fraglich ist, ob das immer allein seiner Person zuzuschreiben ist. Das ist natürlich eine andere Sache. Das ist eine Interpretationsfrage. Der nächste Punkt wäre der, was er nicht erreicht hat. Und da waren immer andere dran schuld, dass es nicht ging. Also ich wollte es gerade sagen. Man hätte sagen können, was habe ich erreicht und was habe ich gewollt, was habe ich erreicht, was habe ich gewollt und habe ich nicht erreicht und wer war schuld dran? Ganz genau. Und ohne jetzt irgendwie eine Wertung jetzt vornehmen zu wollen, sondern das ist einfach wirklich sachlich registriert, waren von den 20 Anwesenden 15, weil ich die eben auch kenne aus unserem politischen Leben und aus dem gesellschaftlichen Leben und ihrem Treiben, waren das relativ erklärte Gegner von Herrn Kulicke, die ihn diesbezüglich natürlich auch, der Tenor ihrer Frage war natürlich dann auch immer so, und er hat sich dort eben auch kräftig gewehrt gegen Vorwürfe, die da teilweise kamen, die in der Regel darauf hinausliefen, dass man das Gefühl hatte, dass er überhaupt keine Einsicht in irgendwelche Dinge hatte, die zur Abwahl geführt haben, zu seiner Abwahl, sondern dass er eigentlich weiterhin auf seine Meinung bestand, ja, also das ist alles völlig falsch gesehen worden und das wird Falschinformationen, die gestreut wurden und die Leute wurden massiv unter Druck gesetzt. Also das ist so der hauptsächliche Tenor seiner Antworten. Es haben sich natürlich ein, zwei Leute dann noch geäußert, die sichtlich also pro Kulicke waren. Obwohl eine davon, die war von der Bürgerinitiative Löhme-Börnicke Windpark, also nicht für den Windpark, sondern gegen den Windpark. Und die hatte denn diese für mich ein bisschen seltsame These, sie hatte wohl nicht so den Überblick vorher, warum es denn überhaupt zu dieser Abwahl kam, und hat dann wohl Leute befragt und fand, dass die Antworten der Leute nach den Gründen, warum Herr Kulicke denn abgewählt werden sollte, die fand sie alle nicht schlüssig und überhaupt nicht nachvollziehbar, weil der ist doch ein dufter Typ und setzt sich ein, und gerade für die Bürgerinitiative ist er ja voll da und hat auch bei der Abstimmung in der Regionalplanung hat er eben auch dagegen gestimmt. Ja, okay, das war auch relativ einfach, weil klar war, dass es egal ist, ob er jetzt dagegen stimmt oder nicht. Gut, ich erwähne das nur um der Vollständigkeit halber, aber es war eben für mich eigentlich erschreckend wenig Publikum. Das muss nichts sagen. Überhaupt gar nicht. Das kann ja sein, dass Leute sagen, okay, wir kennen ihn ja, ich muss jetzt nicht hingehen und ich habe da meine Meinung zu, ob positiv oder negativ. Seine Antwort auf die Frage Lars Hübner, der Bürgermeisterkandidat der AfD, der ja nicht in unserer Sendung war
und einen Eintrag im Mutti-Heft von uns ja auch bekommen hat, weil er sich ja nicht mal entschuldigt hat oder irgendwie. Der hatte eine Frage an Herrn Kulicke, die auch so ein bisschen entrüstend war. So nach dem Motto, er fragt sich, was mit ihm denn nicht stimmt, wenn er mit so überwältigender Mehrheit abgewählt wurde, wie er denn überhaupt jemals auf die Idee kommen kann, nochmal neu anzutreten. Und die Logik von Herrn Kulicke, der kann man folgen, der muss man nicht folgen, aber die ist ganz einfach die: Ich bin mit 1200 Stimmen bei meiner Wahl zum Bürgermeister, mit 1200 Stimmen bin ich in die Stichwahl gekommen. Die dann natürlich anders aussah, ist natürlich klar, von stimmenmäßig, aber er ist damit reingekommen. Und bei der Abwahl des Bürgermeisters haben eben zwar ja 4.500 gegen ihn gestimmt, aber eben auch 1.500 für den Verbleib im Amt. Und 1.500 sieht er dann eher ja noch als Zugewinn, als Zuspruch, als zu der Zeit, als er als zum ersten Mal als Bürgermeister gewählt wurde, zum ersten und einzigen Mal bisher. Wir wissen ja nicht, wie das ausgeht. Das ist jetzt wirklich nur so ein Stimmungsbild, was ich jetzt wiedergebe. Da kann jetzt selber jeder draus machen, was er will. Und ob jetzt die Anzahl der Anwesenden wirklich irgendwie eine Aussage ist, wir haben darüber ja auch diskutiert, kann, aber muss es nicht, weil es ja jetzt nicht unbekannt. Genau, wichtig wäre jetzt für euch bitte zu Hause, merkt euch das Wort Stimmungsbild mal. Stimmungsbild bitte merken. Kommen wir zum nächsten Punkt des Unsonstnochs. Die Motz hat einen Artikel geschrieben, eben genau über unsere Bürgermeisterwahl. Und ich muss sagen, ich war, zwei Herzen schlugen gar in meiner Brust. Ja. Also Herr Krakau wollte halt auch mal was zu den Bürgermeisterkandidierenden schreiben. Und zur Klarstellung, wir machen das hier aus Hobby, weil wir der Auffassung sind, dass das notwendig ist und wir kriegen dafür irgendwie immer noch kein Geld. Wir sind selbst bei YouTube noch meilenweit von der Monetarisierung entfernt. Unser Südseestudio habe ich mir schon gedanklich eigentlich fast abgeschmatzt. Leider. Nun hat die Motz ja ganz andere Einnahmequellen, wie zum Beispiel den bezahlpflichtigen Artikel zum Thema Bürgermeisterkandidaten in Werneuchen. Bezahlpflichtig in der Online-Variante oder kaufpflichtig durch Kauf einer Zeitung. Herr Krakau, wirklich ganz ehrlich, wir haben uns mal in einem Wahllokal getroffen und da sagten Sie, ich habe doch gar kein Verhältnis zu Ihnen, also was soll, also warum, also er sieht da gar keine Notwendigkeit. Also ganz ehrlich, wenn Sie einen Artikel auf Grundlage von zwei hobbymäßig agierenden Menschen schreiben, dann würde es zumindest für uns schon viel bedeuten, wenn Sie uns dabei mal anrufen würden. Oder Christian, wie siehst du das? Ja, Andreas, was sag ich dazu? Ja, genau, mir geht es eigentlich genauso wie dir. Ich finde es ein bisschen seltsam, zumal wir ein Referenzbeispiel haben, wie sowas laufen kann. Jeder entsinnt sich vielleicht an unsere Wassersendung, die wir damals gemacht haben, die Live-Sendung, wo wir vorneweg noch so ein ganz kleines deprimierendes Video dazu eingespielt haben, weil eben der Bürgermeister abgesagt hatte und wir das so kurzfristig war und eine Live-Sendung, so ein Aufbau ja doch relativ umfangreich ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Herr Krakow war, warum auch immer, damals nicht in Amt und Würden für die Motz, jedenfalls nicht für unseren Bereich, warum auch immer. Jedenfalls hat sich eine Redakteurin und Journalistin der Motz damals bei uns gemeldet und hat uns mehrfach zu dieser Sendung befragt und auch die Hintergründe und hat auch gefragt, ob das okay wäre. Sie würde da gerne drüber berichten und war jetzt zwar nicht anwesend in dieser Live-Sendung, aber sie würde gerne darüber berichten und hat denn Fakten abgefragt, hat diesbezüglich denn sogar recherchiert und hat im Rathaus angefragt und hat denn dazu einen Artikel geschrieben. Das zu diesem Referenzobjekt, wie sowas laufen könnte. Hätte sich Herr Krakau einfach mal bei uns gemeldet und hätte gesagt, Mensch, ihr habt ja da so eine Sendung gemacht oder so, habt ihr dazu irgendwas zu sagen noch oder ich hätte noch ein paar Fragen oder wäre das okay oder weiß ich wie was oder so, hätten wir wahrscheinlich jetzt
kein Wort verloren über diese ganze Sache. Und wir wollen jetzt. Doch, wir hätten es positiv erwähnt und hätten uns komplett gebauchpinselt gefühlt. Aber sowas von. Und ich habe auch einige andere Leute befragt dazu, wie sie denn diesen Artikel finden, weil wir sind ja da mit einem Satz erwähnt worden, der auch so ein bisschen seltsam ist. Einige haben gesagt, wirkt fast ein bisschen herablassend, muss man jetzt nicht so sehen, kann man so sehen. Andere haben gesagt, naja, seltsam ist es schon, zumal es ist ein Bezahlartikel. Das ist ja jetzt kein Artikel, den ich jetzt irgendwo lesen kann. Also ich muss mir entweder die Zeitung kaufen oder ich muss es digital abonnieren, um es wirklich konkret lesen zu können. Und der gesamte Inhalt ist wirklich nur, der hat sich eben vor dem Computer gesetzt und hat sich unsere Sendung angeguckt und hat uns ansonsten in keinster Weise irgendwie weiter erwähnt, außer dass er eben im Eingang erwähnt hat, da gibt es jetzt zwar einen Link auf dieser digitalen Geschichte, dass man dann auf die Videos kommt. Okay, das hat er gemacht, das muss man jetzt auch gerechterweise auch sagen. Aber wir finden schon, wir wollen jetzt gar nicht ihn auf eingeschnappt machen oder weiß ich was. Es ist ja schon gut so. Aber wir kennen ja Herrn Krakau ja nicht bloß aus der Zeit, in der wir das Studio betreiben, sondern der ist ja schon lange hier tätig. Und wir wissen natürlich auch ganz genau, dass er uns natürlich sehr genau kennt. Und darum haben wir uns gedacht, wir drehen den Spieß mal so ein bisschen um und sagen, okay, wir laden mal Herrn Krakau zu uns in die Sendung ein, als Pressevertreter der anderen Mediengruppe, wie auch immer. Sogenannte Presse. Ja, wir wollen jetzt ja nicht in diesem Tonfall sein, unbedingt. Das spielt, glaube ich, anderen in die Karten. Das wollen wir ja gar nicht oder so. Ne? Aber ich finde schon, das wäre anständig gewesen, wenn er sich eben so wie damals die andere Redakteurin da verhalten hätte. Und darum sagen wir, okay, wir sind jetzt ja nicht eingeschnappt oder wir finden zwar seltsam, aber wir werden uns mit Herrn Krakau mal in Verbindung setzen oder mit der Motz, wie auch immer, und werden sagen, okay, dann laden wir euch mal ein und befragen euch mal zu eurer Berichterstattung. Genau, bei der Gelegenheit hat der Krakau dann natürlich auch die Chance rauszufinden, wer von uns beiden Andreas Pieper und wer Christian Seibt ist, denn das ist ihm auch nicht so richtig gut gelungen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wie funktioniert Wählen? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist an Wahlsonntagen immer also 18 Uhr der Fernseher an, der sonst im Normalfall irgendwie zur Tagesschau vielleicht frühestens an ist, weil mich tatsächlich die Wahlergebnisse schon interessieren, nachdem die Wahllokale geschlossen sind. Wie machen die Großen das? Die machen das über sogenannte Nachwahlbefragungen, das heißt von den Meinungsforschungsinstituten Infratest, DIMAP und so weiter und so fort stehen halt Leute vor Wahllokalen, befragen dort Leute hinsichtlich ihrer gerade eben getroffenen Wahlentscheidung, also beim Rausgehen. Und da wir ja einfach keine Angst vor großen Tieren haben, haben wir uns vorgenommen, das Ganze auch mal zu probieren. Das heißt, wir haben einen Google Sheet entwickelt, wo alle 6 Bürgermeisterkandidaten, wir werden das tatsächlich nur für die Bürgermeisterwahl machen, wo alle 6 Bürgermeisterkandidaten drauf sind. Das läuft über unseren Studio-Google-Account. Das hilft mir aber dennoch nicht zu sehen, wer da gerade abgestimmt hat, vor allem wenn ich euch mein Telefon hin hätte. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden am Wahlsonntag uns kurz vor allen Wahllokalen, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander aufhalten, werden versuchen, eine gewisse Prozentzahl, über die wir uns jetzt noch einigen müssen, an Wählern, die dort in den Wählerlisten eingetragen sind, zu befragen. Hoffen, dass ich tatsächlich einen Durchschnitt der Bevölkerung zu meinem Bekanntenkreis zählen kann. Denn alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, das ist eine super Idee, macht das unbedingt. Und ich würde da auch in das Telefon tippen, wen ich gewählt habe. Und dann können wir euch tatsächlich 18 Uhr und ein bisschen was, wir wollen auf Nummer sicher gehen, im Landeswahlgesetz steht drin, dass man das erst nach 18 Uhr bzw. nach Schließung der Wahllokale machen darf, werden wir euch also vielleicht, wenn das funktioniert, kurz danach eine Prognose bzw. eine Hochrechnung dann für den Ausgang der Bürgermeisterwahl liefern können, wenn das funktioniert. Also keine falsche Scham. Wir sind es, der Christian und der Andreas. Und wir machen eine Nachwahlbefragung komplett anonym, wie immer. Wenn ihr zum Beispiel wie bei dem Bürgermeister-Fragenkatalog euren Namen nicht runterschreibt, werden wir nie erfahren, wer es ist. Denn wer die Mitarbeiterin der Verwaltung ist, die uns die Frage gestellt hat, wissen wir bis heute nicht.
Ja, Andreas und ich hatten ja diesen Plan schon bei der letzten Kommunalwahl, haben den dann so ein bisschen verworfen, weil wir uns nicht so ganz sicher waren, beziehungsweise ich war mir nicht so ganz sicher, ob das so ein gutes Ding ist. Mittlerweile ja, wie gesagt, wir machen das nur für die Bürgermeisterwahl und wir werden hoffentlich ein einigermaßen repräsentatives Stimmungsbild einfangen können. Das zum Thema Kommunalpolitik und jetzt noch ein paar schöne Sachen oder eine schöne Sache, nämlich der SV Rot-Weiß-Werneuchen hat bei StarFM bei einem Gewinnspiel sich angemeldet. Das Gewinnspiel hört sich immer so glücksmäßig an, aber nein, da gehörte tatsächlich so ein bisschen Initiative dazu. Die Initiative lautete nämlich, wer kriegt kurzfristig die meisten Menschen auf ein Foto? Herr Heinze hat alle möglichen Kanäle bespielt und, oh Wunder, es hat funktioniert. Der SV Rot-Weiß-Werneuchen heißt er, hat tatsächlich die 1.000 Euro abgeräumt. Das war ein tolles Event, was wir da zusammengebaut haben. Sehr, sehr kurzfristig, innerhalb von, ich meine, 2 Tagen, haben sich dort um die 500 Leute auf dem Sportplatz getroffen. Ganz viele Leute, die man sonst nicht trifft, hat man dort getroffen. Fand ich unglaublich toll. Natürlich ist es immer schwierig, so kurzfristig Leute zusammenzukriegen. Aber aller Ehren wert, Glückwunsch auch nochmal von unserer Seite. Und als letzter Tipp vielleicht, in der Videobeschreibung ganz unten unter den Kapiteln und so weiter und so fort, gibt es dann wieder den Link zu unserem WhatsApp-Kanal, wo ihr also faktenbasierte News ohne irgendwas. Manchmal gibt es ein bisschen Werbung, aber nur, wenn die Schmiede 400 Jahre alt wird. Da das jetzt durch ist, wird da auch kaum noch Werbung bei drin sein. Tatsächliche News aus Werneuchen bekommt oder beziehungsweise News, die Werneuchen betreffen könnten. Denn wir sind in einigen Neuigkeitenverteilern, Newsverteilern mit drin, so dass wir euch dort, ja, kurz zusammengefasst, die Sitzungen von diversen Gremien oder Blutspendetermine oder die Aufforderung, euch zum Beispiel zum SV Rot-Weiß zu begeben, um dort an diesem Foto teilnehmen zu können, mitteilen können. Könnt ihr einfach den Link anklicken und dann irgendwelche Glocken noch abonnieren oder Glocken betätigen, damit ihr dann eine Mitteilung bekommt. Und dann erfahrt ihr Dinge, die kurzfristig geschehen. Und damit sind wir durch mit allem, was wir so hatten. Zumindest von meiner Warte. Wie sieht es bei dir aus, Christian? Ja, bei mir auch. Ich habe jetzt nichts weiter auf der Agenda. Und nicht, dass ihr euch wundert, warum sieht der denn auf einmal so anders aus? Und der Ton ist vielleicht auch ein bisschen anders. Ich bin ja in der Ferne und ich habe irgendwie das hier verrissen, mit einem zweiten Akku mitzunehmen. Und die Kamera ist gerade rausgestiegen. Und darum ist es jetzt ein Wechsel zur Telefonkamera. Also nicht wundern. Ja, dann sind wir eigentlich am Schluss angekommen und ich kann dann nur unseren üblichen Spruch denn wieder mal loslassen. Wann immer ihr diese Sendung seht, am frühen Morgen, mittags, abends oder zur Nacht, wir hoffen, ihr habt einen entsprechenden Informationsgewinn. Bis dann. Bye. Ciao. Ciao, ciao.